Einen wunderschönen guten Tag an alle begeisterten Dragon Ball Fans und willkommen zurück zu Let's Play Super Dragon Ball Heroes. Wir wurden beim letzten Mal von Mr. Satan eingeladen, bei dem wunderschönen Turnier mitzumachen bei Universum 6 vom guten Chappa und... Wer war noch dabei? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, verdammt, dieses Training wird nichts bringen. Das ist ob, oder? Wer bist du? Ich bin Philipp. Und du? Was? Ich bin Ob. Bist du gerade beim Training? Ja, ich würde aber an deiner Stelle auf Abstand bleiben. Es könnte ein bisschen gefährlich für dich werden, wenn du so nah dran bist. Du forderst dir wirklich alles ab, oder? Das ist bestimmt ein ziemlich intensives Training. Schon, aber es reicht trotzdem noch nicht. Wenn das so weitergeht, werde ich Son Gokus Niveau niemals erreichen. Rein zufällig habe ich eine recht gute Vorstellung von Son Gokus Niveau. Was? Du kennst Son Goku auch? Ja, ja, könnte man so sagen. Vielleicht bilde ich mir das ja nur ein, aber du hast irgendwas sehr Son Goku-artiges an dir. Vielleicht ist das nur ein Zufall? Das glaube ich nicht, selbst ein KI ähnelt seinem. Weißt du was? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Und der wäre? Würdest du mir bei meinem Training helfen? Du hast wirklich einiges von Son Goku an dir. Selbst dein Outfit erinnert mich an ihn. Ich habe das Gefühl, dass der Kampf gegen dich so sein wird, als würde ich gegen Son Goku selbst kämpfen. Das dürfte mir helfen, mich zu verbessern. Ich möchte Son Goku nicht enttäuschen, wenn ich das nächste Mal gegen ihn kämpfe. Also könntest du mir bitte helfen? Das scheint ja wirklich auf uns anzublitzen, so nach dem Motto. Ich will ihm helfen. Natürlich, ich bin nicht annähernd so stark wie Son Goku, aber ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen. Vielen Dank, das ist zwar nur ein Training, aber greif mich wie in einem richtigen Kampf mit voller Kraft an. Ich werde mich auch nicht zurückhalten. Na klar, ich nehme den Kampf absolut ernst. Nee, welchen Kampf nehmen wir nicht absolut ernst? Wir haben doch eigentlich schon, ja, mehr oder weniger ein Son Goku-Deck. Also, du kämpfst eigentlich schon gegen nie, so kann man es ja wirklich sehen. Weil, ja, Son Goku ist Son Goku oder noch mal ein Son Goku. Ja, ist das nicht geil? Wir haben natürlich wieder das übliche Prozedere, was wir wieder haben werden. Was wir wieder in den Start bringen werden, so wollte ich es eigentlich sagen. Ist ja noch das normale Thema. Gleiches Deck, hat sich nichts geändert im Vergleich zum letzten Mal. Doch, war im Urlaub. Aber dazu später eventuell mal ein bisschen mehr. Mal gucken, ob ich mich hier reinfinden kann in das wunderschöne Sammelkartenspiel der Dragon Ball Held. Gegner aufgetaucht, du schaffst das, Maru. Besiege den Gegner in höchstens 2 Runden. Ich denke mir mal, dass das möglich sein wird, weil er nur 27.000 TP hat. Wir erleiden auch weniger Damage. Ich habe noch ein bisschen Karten gefarmt, bevor ich im Urlaub war. Das kann ich kurz erzählen. Es gibt nämlich, das habe ich bei einem anderen Video gesehen, es gibt so eine Tierlist. Also wie gut ist wirklich jede einzelne Karte? Und da gehört der Priester zum Beispiel, das ist eine Gottkarte. Ich glaube, ich habe doch eine Gottkarte drin. Ansonsten habe ich sonst nur noch Karten drin, die im höchsten Tier nach Gott quasi sind. Also es gibt wirklich einige Karten. Wieso hast du meine Ausdauer auf Null gesenkt? Ich könnte dich umbringen. Fair Play. Oh, Fair Play. Ja, und die Dimension ist doch... Das ist ja nicht mehr Fair Play hier. Das ist ja gar nicht, so, ich bin enttäuscht. Das nennst du noch Fair Play hier? Das nenne ich nicht mehr Fair Play. Fair Play, Tempo des Gegners anpassen. Ja, nee. Oh, nö. Du passt mir hier gleich gar nichts an. Okay, auf jeden Fall verliere ich jetzt gleich die Betäubung. Das ist der Vorteil daran. Das ist nämlich die super Fähigkeit von Vegetto. Das ist das einzige Vorteil. Ich kann seine Ausdauer momentan nicht senken, aber wir müssen sowieso nur die Runde überstehen. Die Runde habe ich auch überstanden. Mehr oder weniger. Darf ich mich auch angreifen? Der Dimensionsdruck. Der hat viel zu viel, hat der. Das gefällt mir gar nicht. Fair Play. Genau. Fair Play ist jetzt schon gemeint. Das ist jetzt schon mal richtig übel und fies. Weil ich damit nichts gewinne. Und auf einmal kein Damage austeile. So. Dreifache Kraft. Das brauchen wir alles. In Runde 2. Was brauche ich auf jeden Fall in Runde 2? Richtig purpur. Brauche deine Hilfe bei dem Gegner. Von wegen, das wird immer einfacher. Nee, die Kämpfe werden natürlich immer schwerer. Aber ich kann auch nicht mehr, glaube ich, viel verbessern in meinem Deck. Also ich habe noch ein anderes Deck. Ich hätte da noch eine Idee. Ich habe das auch ein bisschen offscreen getestet. Damit würden wir Runde 1 immer überstehen. Immer. So viel kann ich sagen, Runde 1 würden wir da immer überstehen. Das wäre der Vorteil daran. Der Nachteil ist, ich müsste jemanden aus meinem Team rausschmeißen.
Und ich hätte dann weniger Kraftstufe. Das bedeutet, ich hätte den Superangriff nicht mehr. Und ohne Superangriff machen wir nicht den Damage. Also es ist dann immer so ein extremer Kompromiss, ja. Also ich hätte da ein Deck, womit ich, nur klassisch schlecht, ja, müssen sowieso in dieser Runde das Duell hier gewinnen. Also ich habe ein zweites Deck, was mich in Runde 1 saved, hundertprozentig, das geht gar nicht anders. In Runde 1 werde ich da auf jeden Fall nicht K.O. gehen, aber in Runde 2 kann ich da nicht so viel Damage austeilen, weil ich den Superangriff nicht habe. Also es ist so, das ist so ein kleines Problem. Probleme bereitet auch immer ein guter Vegeta, aber nicht für uns, sondern für den Gegner. So muss das nämlich auch sein, denn wir beschwören mal ganz kurz Vegeta Blue und der darf mal ein bisschen Damage austeilen. Das wird top. Die beiden und go, verprügeln! Bam! Ah, Vegeta ist natürlich sauer, so kennt man ihn. Habt ihr das aber letztes Mal schon gesehen, oder? Oh, ich bin mal relativ unsicher. 5000 Damage! Ja, das ist natürlich nicht gerade wenig, ne? Kraft basiert auf AE-Tempo erhöhen. What? Das hat ja nichts mehr mit Verplay zu tun. Scheiße, kein Superangriff. Oh Mann, schlecht. Schlecht, aber das werden wir trotzdem gewinnen. Wir werden das trotzdem gewinnen, weil wir haben noch die Drachenfaust in der Hinterhand. Mirakel, das ist noch besser, das habe ich jetzt geschenkt bekommen. Da geht immer in der Superangriff durch. Die finale Kamehameha, die wird doch reichen. Die 5000 ziehen wir ab. Tschüss, Kollege. Nein, doch nicht. Okay, denkst du mal, dass du noch... Ich habe ja noch jemanden in der Hinterhand. Ich habe ja noch jemanden. Aber das werde ich definitiv nicht gewinnen. Das weiß ich jetzt schon. Doch, perfekt. Ja, so muss das sein. Damit haben wir diesen Kampf auch gewonnen. Und ich hoffe, dass wir ihn bei seinem Training behilfreich waren. Das haben wir, glaube ich, noch... Nee, das haben wir noch nie gesehen, den Superangriff. Oh mein Gott. Voll auf die Nase. Voll ins Face. Chopper, kannst du noch mal ein bisschen mehr trainieren hier? Der war zu schlecht. Bitte den nächsten in den Ring. Dankeschön. Aber wir haben gewonnen. Also die Helden, der Supergriff muss auf jeden Fall kommen. In Runde 2. Aber wir kriegen die Punkte. Wir kriegen Ultra-Abschuss-Bonus, den Team-Bonus. Das sind 152.322 Punkte. Das bedeutet neue Punktzahl. Und was bedeutet das auch? Genau. Neue Items! Yippieyay! Wir werden auf jeden Fall noch einen Kampf machen. Wir werden jetzt mal gucken, wie das dann weitergeht in dem Turnier. Gucken wir mal, jemand Mr. Satan ankämpfen müssen. Wir kriegen ein höllischer Widersacher. Ein Giga-Item. Werde ich mal gleich kurz gucken mit euch zusammen wieder. Was das ist, das für Popo können wir wegschmeißen. Die Punkte nehme ich gerne mit. Bardock, die Kameradschaft ist gestiegen. Sonst gar nichts. Doch, die Kraft noch bei uns. Und was hast du zu sagen? Du bist echt stark. Danke für deine Hilfe. Das war ein tolles Training. Ich habe das Gefühl, Son Gokus Niveau ein bisschen näher gekommen zu sein. Es freut mich, dass ich dir helfen konnte. Ich habe vor, noch stärker zu werden. Und dann möchte ich nochmal gegen dich kämpfen. Hört sich gut an. Ich freue mich schon darauf. Bis dann. Jetzt kriegt er erstmal den Einlauf. Wenn ich nochmal gegen Opa kämpfe, muss ich stärker werden. Nein, müssen wir nicht. Viel stärker geht's ja fast gar nicht mehr. Viel stärker geht's fast gar nicht mehr. So, folgendes. Höllischer Widersacher gucke ich mir mal kurz an. Das auf jeden Fall. Ich zeige euch noch nicht das zweite Deck, weil ich glaube, ich glaube noch nicht, dass das zum Einsatz kommen wird. Das ist ein Gigazeichen. Brauchen wir nicht. Ich habe den Effekt mir gerade im Kopf durchgelesen. Nein. Brauchen wir definitiv nicht. Was wir brauchen ist... Genau. Richtig. Wir brauchen noch einen weiteren Kampf. Bevor ich euch hier noch enttäusche, nämlich hier geht's so weiter. Denn hier müssen wir uns von unseren Verbündeten trennen. Aber wir machen natürlich erstmal unseren Kampf. Und später dann natürlich mit dem... Oh, wie heißt jetzt der? Wie hieß denn der jetzt nochmal? Ah, schreibt das mal in die Kommentare. Komm. Schreibt mal in die Kommentare, wie unser Kollege hieß, den wir bekommen haben bei dem Zukunftscrunch.
Zukunfts-Crunchs Welt, also wo wir gegen Son Goku Black gekämpft haben, gegen Silas mit seiner neuen KI. Richtig, genau. Da haben wir ja... Nee, den Skip gar nicht, davor haben wir einen bekommen. Oh, das sind, oh Gottes Willen, zwei Berserker-Typen. Besiege den Gegner höchstens zwei Runden. Okay, wir sollen auf Bio... Okay, wir gehen auf Biojagd. Auf Mülljagd passt besser. So, dreifache zugefügter Schaden, nehmen wir alles dankend mit. Nur 25.200 TP nehme ich auch gerne dazu. Vegito, mit dir bitte wieder mal nach vorne. Dankeschön. 9.000. Okay, die haben einen Riesen. Der Riese greift grundsätzlich immer an. Das wäre auch bei mir der Riese. Ich hätte auch einen, ich würde auch einen Riesen. Könnte auch mit einem Riesen spielen. Allerdings nicht in Runde 1. Das ist eine Special-Karte. Ja, aber natürlich. Du bist nicht verführerisch. Du bist eine Niete. Hast du das? Gut, die haben noch keinen Super-Angriff. Von der Special-Karte allerdings gibt es einen Super-Angriff. Der Vorteil daran ist, genau, das AI-Tempo ist nicht erhöht. Bei der Special-Karte und bei den Riesen... Bei der Riesenfähigkeit, sage ich mal. Bei den Riesencharakteren, da gibt es das nicht. Aber die können in der Regel sofort ihren Superangriff machen. Das ist das einzige Problematische. Du bist immer noch nicht verführerisch. Du bist keine Kriegerin, ja? Du bist meine Liebesanbeterin. Vegetto, besser gesagt. So muss man es eigentlich sehen. So. TP heilen, komplette Ausdauer, eigene Ausdauer. Minus 10% Kraftstufe, das geht gar nicht. Ich lege Widerspruch hier ein. Widerspruch. Und man greift den Riesen nicht an. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir werden einer der anderen beiden angreifen und der Riese erhöht auch nicht die Kraftstufe. Also es hat seine Vor- und Nachteile. Natürlich, der Riese braucht keine Ausdauer mehr. Das heißt, er greift in jeder Runde an. Das wäre dann wieder der Vorteil daran. Nimmt aber auch keine Effekte quasi mit. Das heißt, er würde nicht von Purpur getroffen werden. Wieso warten auf Gegner? Was willst du jetzt von mir? Was kommt denn jetzt? Wird er noch größer und noch hässlicher? Ja, so kann man es sehen, ja. Er wird auf jeden Fall ein bisschen lila. Ja, lila Drache Spyro. Nein, zu gigantischer Größe gewachsen. Bio-Riese. Ich glaube, der hat in meiner Meinung nicht mehr viel mit Bio zu tun. Der verunstaltet eher das Bio-System hier. So muss man es ja sagen. Bio, ja. Die Grünen sind los. Nein, hier sind es dann die Violetten, ja. Die neue Partei, die Violetten. Nicht die Blauen, nicht die Grünen. Spitze, jawoll, komplett Ausdauererholung. So wollen wir das doch sehen. Superangriff verfügbar, nice. Super Saiyan 3, let's go. Das reicht dicke. Wir haben einen Superangriff, so ist jetzt nicht. Wir haben Superangriffe verfügbar. Aber bitte nicht die Kriegerin. Also, wir müssen die Kriegerin angreifen. Oh, nö. Aber vorher rufen wir Vegeta. Okay, also diese beide Berserker und die Special Karte, da gibt es auch keine Unterschiede zwischen Hate, Berserker und Elite, weil Special ist Special. Wir haben auch, der Priester ist auch eine Special Karte. Zum Beispiel mit dem Priester kriege ich auch keine Kraftstufe. Das ist das gleiche Prinzip, Kraftstufe. Die haben aber Kraft, TP und Ausdauer. Das haben sie schon, warum auch immer. Warum der Priester Kraft und Abwehr hat, ich habe keine Ahnung, das braucht er gar nicht. Als Special Karte. Weil der kämpft ja sowieso nie mit. Und 5000 Damage ist nicht wenig. Das nehme ich gerne mit. Na, no, nö. Ihr greift die Falsche an. Ja, da hätte ich jetzt nur hoffen können. Ja gut, die 700 ziehen wir auch ab. Die 700 TP ziehen wir auch ab. Der Kampf ist gelutscht, gedroppt. Und tschüss. Ob du uns nochmal gewinnst oder nicht, spielt keine Rolle. Ja, natürlich. Von mir aus. Von mir aus, bam, tot. Verteidigung nicht möglich, aber er kein TP mehr hat. KO! Chappa, immer noch zu schwache Gegner. Immer noch. Wir brauchen bessere Mission. Abgeschlossen. Ultraabschlussbonus kriegen wir. 50.000 haben wir erreicht. Richtig, die kriegen wir. Drei Runden noch übrig. Und auch knapp 153.275. Ja gut, wir haben nicht viel Damage ausgeteilt, ne? Wir haben nicht viel Damage ausgeteilt. Ich habe aber was ausgeteilt. Richtig, ein Part für euch. Und das ist immer das Geile da dran, oder?
würde sagen, schauen, was kriegen wir denn hier? Okay, nichts Seltenes an Items. Ich bin enttäuscht. Und zwar richtig enttäuscht. Runde 3, normal. Was haben wir denn hier? Mega, mega, giga, okay, weg. Kann weg. Was auch weg kann? Nee, das kann definitiv nicht weg, was ich jetzt sagen wollte. Das Gespräch, was wir jetzt vielleicht doch noch mal haben werden. Ich glaube, wir haben jetzt noch mal ein Gespräch. Ansonsten würde ich sagen, ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Super Dragon Ball Heroes. Also, macht's gut, haut rein und tschüss!